Hi Leute, heute ein neues Video und zwar möchte ich euch heute in dem Video zeigen, wie ihr an eurem LG G3 die Wettereffekte auf euren Lockscreen zaubern könnt oder einstellen könnt. Ich bin umgestiegen von meinem Samsung Galaxy S4 auf das LG G3 und ich denke, das war auch die richtige Entscheidung. Und heute möchte ich euch einfach dieses Video zeigen. Ich habe da ein kleines Video vorbereitet, wie die Lockscreen-Effekte aussehen. Dass ihr euch das mal so ein bisschen bildlich vorstellen könnt. Und das zeige ich euch jetzt mal. Gehe ich in die Galerie. Und dann hätten wir hier schon das Video. Und jetzt sehen wir hier die Wettereffekte vom LG G3. Das wäre einmal der Regen, der mir persönlich am allerbesten gefällt. Und als nächstes wird es der Gewitter mit Blitz. Das Gewitter, der Gewitter. Dann nochmal das Gewitter oder der Gewitter, ich weiß. Und hier hätten wir den Sonneneffekt. Als nächstes den Wolkeneffekt. Wenn es bewölkt ist, sieht es dann so aus auf eurem Lockscreen. Ja, mir gefällt es sehr gut und wie gesagt, ist auf jeden Fall ein kleiner Hingucker. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das einstellt. Dazu gehen wir ganz einfach in die Einstellungen. Dann gehen wir in die Bildschirmsperre. Und setzen einen Haken bei Wetteranimationen. Das wären die Wetteranimationen. Haken gesetzt. Bei mir hat es nicht funktioniert damals, als ich mein Handy neu geholt hatte. Hat es mit diesem Haken setzen hier nur den Wolkeneffekt auf meinem Handy gezeigt. Die anderen Effekte waren mir irgendwie alle verborgen geblieben, warum auch immer. Hab dann mein Handy geroutet und habe mit der G3 Tweaksbox mit die restlichen Effekte dazu geholt. Dazu zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz den Exposed Installer. Aber wie gesagt, dazu muss euer Handy geroutet sein und ohne Root läuft dann nämlich gar nichts. Habt ihr den Exposed Installer gedownloadet, geht ihr auf Framework, installiert dann die ganze Geschichte hier auf Installieren, Aktualisieren. Müsst dann euer Handy neu starten, um das dann zu aktivieren, den Exposed Installer. Dann habt ihr die Module, dann ladet ihr im Play Store den G3. Die G3 Tweaksbox runter, setzt hier einen Haken und dann könnt ihr eigentlich dann schon in die Einstellungen reingehen und könnt euch dann da alles Mögliche an eurem Handy verstellen, einstellen, wie auch immer. Ihr könnt auch farblich so ganz arg viel einstellen, aber wir sind jetzt beim Lockscreen und dazu gehen wir in den Lockscreen und schalten hier Enable All Weather Effects ein, setzen hier einen Haken und dann dürftet ihr eigentlich auch die ganzen Wettereffekte auf eurem Lockscreen haben. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz in meinen Lockscreen und gucken, was jetzt gerade für einen Effekt mir angezeigt wird. Und ich glaube, es müsste der Regen sein. Nee, es ist bewölkt, obwohl es bei uns gerade regnet. Naja, meistens trifft es auf jeden Fall zu und die Effekte passen zum Wetter draußen. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen und bei Fragen gern unten in die Kommentare. Meine nächsten Videos werden auf jeden Fall alle vom LG G3 handeln. Vielleicht werde ich mal so ein paar Tipps und Tricks machen. Wenn es eine neue Custom ROM gibt, werde ich die natürlich auch hier vorstellen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.